Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gesellenprüfung in diesem Winter. Mein Name ist Fritz Stropp, bin Obermeister der Anlagenmechaniker und stellvertretender Kreishandwerksmeister. Eine tolle Leistung, die ihr gebracht habt, ihr könnt stolz auf euch sein. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt dem Handwerk treu. Zur bestandenen Gesellenprüfung kann ich nun allen recht herzlich gratulieren. Als gut ausgebildete Fachkräfte sind sie nun für die Handwerksbetriebe so wertvoll wie nie zuvor. Ihr Gesellenbrief ist auch ein Türöffner für weitere Qualifizierungen wie den Meistertitel oder dem Studium. Mit dem Gesellenbrief hast du jetzt was sehr Nachhaltiges in der Hand. Du hast Fähigkeiten erworben, die du dein ganzes Leben anwenden kannst. Wir von der Bauinnung wünschen dir damit alles erdenklich Gute. Bleib dem Handwerk treu, die Zunft hat eine goldene Zukunft vor sich. Und wir vom Handwerk sind auch weiter in Zukunft für euch da. Macht was draus, bleibt neugierig. Euer Matthias Schöning. Als Obermeister der Elektroinnung möchte ich euch alle recht herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung gratulieren. Bitte bleibt am Ball, denn das Handwerk braucht euch. Moin aus Garrel. Alles Gute zur bestandenen Prüfung. Ihr habt einen großen Schritt im Leben erreicht. Bildet euch weiter fort. Gebt Gas, rockt das Handwerk. Ihr habt wirklich alle Möglichkeiten im Handwerk. Speziell an die Tischler. Passt auf euch auf, dass ihr die alle dran behaltet. So denn, munter. Ich trinke ein Bier heute Abend auf euch. Liebe frisch gebackenen Gesellen und Gesellinnen. Herzlichen Glückwunsch zu eurer bestandenen Prüfung. Ich wünsche euch auf euren weiteren beruflichen Lebensweg alles Gute und tut mir einen Gefallen, bleibt dem Handwerk treu, das Handwerk zählt auf euch. Als Vertreter des Fleischerhandwerks ist es mir eine besondere Freude, allen Absolventinnen und Absolventen zur bestandenen Prüfung zu gratulieren, insbesondere den Teilnehmern im Bereich des Fleischerhandwerks, Ihnen zum bestandenen Prüfungserfolg zu gratulieren und Ihnen auf dem privaten und beruflichen Werdegang weiterhin alles Gute zu wünschen. Liebe Junggesellinnen und Junggesellen, mit einem ganz herzlichen Gruß hier aus dem Kreishaus in Kloppenburg gratuliere ich Ihnen zur bestandenen Prüfung, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und machen Sie was draus. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Freisprechung. Sie können unglaublich stolz auf sich sein. Die Welt steht Ihnen offen. Gehen Sie hinaus, aber kommen Sie zurück ins Oldenburger Münsterland. Wir brauchen Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Liebe Grüße aus Berlin, Ihre Silvia Breer. Liebe junge Gesellinnen und Gesellen, herzlichen Glückwunsch im Namen der Stadt Kloppenburg zu Ihrer bestandenen Prüfung. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebenslauf alles Gute und viel Erfolg. Im Namen der Unternehmerfrauen Kloppenburg gratulieren wir ganz herzlich zum bestandenen Gesellenbrief. Nehmt dies als Eintrittskarte für eure Zukunft. Wir im Handwerk brauchen euch. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute! Mein Name ist Franz Josef Hibben. Als Ehrenobermeister der Tischlerinnung Kloppenburg möchte ich den Gesellinnen und Gesellen meine herzlichen Glückwünsche aussprechen. Und weiterhin wünsche ich viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch von der BBS Technik in Kloppenburg. Ich gratuliere euch zu eurem tollen Erfolg. Macht was draus und feiert schön. Hallo zusammen. Im Namen der Signal Iduna gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung. Das haben Sie toll gemacht und für Ihren weiteren Lebensweg wünschen wir Ihnen alles Gute. Mein Name ist Ralf Borchers von der HKK Krankenkasse. Wir gratulieren allen Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben zur bestandenen Abschlussprüfung. Für Ihr weiteres berufliches Leben wünschen wir Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Im Namen des Junior Experten Services gratuliere ich Ihnen zum Abschluss Ihrer Berufsausbildung. Ich freue mich, dass wir einige von Ihnen im Rahmen der Initiative VERA auf dem Weg zu Ihrem Erfolg unterstützen konnten. Liebe Gesellinnen und Gesellen, der Kreislandfrauenverband gratuliert ganz herzlich zur bestandenen Prüfung. Wir wünschen euch für die Zukunft viel Erfolg in eurem Handwerk.